So, meine Damen und Herren, es ist Mittwoch. Weekly Reset. Wir haben richtig viele Kisten gefarmt. Auf diversen Charts haben wir 3 Kisten gefarmt im PvP. Und die machen wir jetzt auf und gucken, ob was Geiles dabei ist. Also, let's go. Survival Hunter als erstes. So. Was haben wir? Crit Verse brauchen wir nicht. Oh. Oh. Spielt man Beine? Ist big, ne? Wäre ein drittes Piece, oder? Ich muss kurz gucken, ob man Beine auf Survival Hunter spielt. Tempo, Kopf auf jeden Fall. Schultern. Brust. Hände wahrscheinlich nicht. Beine ja. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, weil du willst ja so viel Hay stacken, wie du kannst, ne? Und Crit ist halt eigentlich auch nicht verkehrt. So, welche habe ich überhaupt? Schulter und Brust. Ja, komm, man spielt Beine. Geil. Schon mal erstes Ding, was sich gelohnt hat. Und selbst wenn man das nicht spielt, was ich bezweifle, weil halt Haste drauf ist, so, ne? Die Season ist ja lang genug, dass man sich noch das umtauschen kann. Alex Q, ja moinsen! Wir machen gerade richtig Big Vault Opening. Und dann natürlich gleich, wenn wir uns die Beine gekauft haben, da kommt ein wildes Aufwertungsset drauf. Ist doch geil, ist doch klar. Ist doch klar. Und wisst ihr, was noch geil ist? Waffe ist auch schon denn am Start. Ich hatte ja, ich wollte erst gucken, was in der Vault ist. Oh, zack. 3 Set-Pieces. Hör auf, bei mir war nur Kacke drin. Alex Q, Junge, du weißt gar nicht, was gestern passiert ist. Ich habe gestern The War Within einfach wieder zurückgegeben. Und zack, was soll ich dir sagen? Auf einmal nur noch gewonnen in der Arena. Ist das big? Das ist ein Zeichen. Ich sag dir das. Das ist ein Zeichen. Ach du Scheiße. Weise Hingabe brauchen wir. Boah, das ist auch alles so teuer, ne? Also jetzt kein Scheiß, ne? No joke. Jedes Mal, wenn ich War Within zurückgebe und dann wieder in die Arena-Queue, dann geht's los. Dann geht's ab. Ich habe auf 3 Charakteren 3 Set-Teile in der Kiste gehabt. Ja. So, jetzt holen wir uns hier erstmal schön Stangenwaffe. Wir werden auch against all odds werden wir weiter Survival spielen. Bam. Zack. Waffe auch noch. Kadosh. Junge, wir sind big am Start. Wir sind richtig big. Auf Survival Hunter sind wir richtig big unterwegs. Ich habe auf... Achso. Pala hat jetzt auch 2-Set. Ja, sehr gut, sehr gut. Und du kriegst ja dann immer noch das Ding auf 1600, ne? Und ich muss jetzt für Waffe Bloodies farmen, beziehungsweise Sparks, ja. Ich mache auch gleich eine Gruppe auf. Ich will nur erstmal alle Charaktere durchgucken, was wir in der Chest haben. Und dann werden die Weekly Spark Quests gemacht. Und es gibt eine 500 Bloody Token Quest im Azurblauen Gedöns. Und das machen wir. Erst machen wir die Bloody Tokens, dann machen wir die Sparks und dann sind wir Gucci. So, Rogue. Daumen drücken, Daumen drücken. Das wird wild jetzt. Battlemaster. Brust. Er hat aber keine Mastery. Spielt man 4-Set? Ich muss mal kurz gucken. Sets. Kopf will man wahrscheinlich... Haben wir uns gecraftet.
Warum haben wir uns das gecraftet? Spielt man vielleicht nur Two-Set? Ja, die Stats passen ja nicht. Das ist ja das Ding. Und ich habe mir halt... Es ist halt dumm, dass man sich den Kopf gecraftet hat. Und das war ja meine Frage letzte Woche. Ob man nicht das Embellishment lieber auf den Ring packt? Aber alle haben sie Kopf gecraftet. Mastery, du spielst Schultern auf jeden Fall. Also wenn du Four-Set spielst, dann Schultern. Na gut. Es gibt zwei Items, die sowieso keine Mastery drauf haben. Und das sind Brust und Beine. Beine spiele ich schon. Ich nehm trotzdem das Setpiece. Ich glaube, ich nehme trotzdem das Setpiece. Sockel brauchen wir eh noch nicht. Ich nehm das Setpiece hier. So. I don't know if it's worth it. 371 Mastery gehen mir flöten, wenn ich es runternehme. Aber es gibt natürlich ein Big Beweglichkeitsincrease, ne? 200. Aber halt keine Mastery, ne? Ich lasse das Ding erstmal in der Tasche. Ich gucke mir an, wie Wes und so das alles machen. Und dann werden wir sehen. So, nächster Char. Mage. Ich habe das mit dem Parler schon, würde aber mit dem Monk hier mitkommen dann. Ja, ist doch in Ordnung. Ich habe auf dem Hand habe ich das auch schon alles durch. Wenn du dir nicht sehen. Achso, das hast du ja, habe ich ja schon gelesen hier. So. Mage. Magus. Miagos. Haben wir, glaube ich, auch drei Kisten gemacht, ne? Und jetzt sind wir natürlich wieder... Also den Stab auf jeden Fall nicht. Wir brauchen Haste-Stab. Haste-Verse. Mastery-Stab würde ich nicht nehmen. Zumal wir uns ja jetzt unseren Biss-Stab ja sowieso von Bloody Tokens holen. So. Also erstmal. So, guck mal. Kopf ist Haste-Mastery. Und den spielst du ja safe. Safe spielst du Haste-Mastery. Wieso haben sich denn alle... Ah ne, Brust spielst du. Du spielst wahrscheinlich alles außer Brust, ne? Guck mal, dann nehme ich mir den Kopf mit, dann kann ich den umwandeln und spare mir die 875 Conquest. Gut. Machen wir so, ist alles nicht... Ist alles verwertbar, sag ich mal. Nach hinten wird die Ente fett. So sieht's nämlich aus. So. Ausloggen. Resto Druid. Da bin ich mal gespannt. Oh, wir haben ja noch einen Tee stehen. Der ist aber schon kalt jetzt. Doof von mir, ne? Ist kein Set-Teil, aber Master Reverse ist ja Resto Druids Liebling. Ich drücke hier immer auf den falschen Knopf, ne? Haste Crit, Haste Verse, Brust ist sogar Mastery Crit beim Umwandeln. Wir spielen... Also safe nehme ich die Brust mit. Also selbst wenn ich die nicht zum Setpiece machen würde, ist halt Mastery Versus halt big, ne?
Halskette ist zwar auch stark, aber ich glaube, man hat halt mehr von dem, von der Brust. Take, ich können wir auch gleich verzaubern, die lege ich an. Ist alles nicht so scheiße. Kann natürlich alles besser sein, aber ich sag mal, bis jetzt ist die Ausbeute eigentlich ganz solide. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man ja auch nicht mehr auf eine Waffe hoffen muss, weil man ja eher sich von Bloody Tokens beziehungsweise von den Sparks dann die Waffen holt. Yo, Deathbloom. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Kuddelkew. Bisschen Brust würde dir gut tun. Oh, okay. Danke. So. Brust. Reserve der Intelligence. Ja. Sieht der Scheiß aus. So, und die Chars kriegen halt alle gleich noch eine Waffe, ne? Das ist gut. Das ist big. Big. Deathbloom, wie ist bei dir Weekly Vault gelaufen? Nur alles voller PvE-Items wahrscheinlich, ne? Ich hab gehört, du hast PvP den Rücken gekehrt. Hab auch die Brust auf dem Dudu bekommen. Ja, geil. Die ist nicht schlecht. Die ist echt big. Sowohl Non-Set als auch als Set-Piece. So, Dizzy Priest. Übrigens, ne? I wanna show you how PvP has gone yesterday. Okay, das sieht natürlich jetzt ekelhaft aus, ne? Aber da haben wir gestern angefangen. Junge, wir haben eine 12-0-Streak, als wir angefangen haben. Und auf einmal lief's dann, ne? Zack. Zum Ende hin wurde es kritisch. Aber, nichtsdestotrotz, wir haben schon mal die 1730. Es kann nur noch bergauf gehen. Und das ging halt nur, weil ich The War Within zurückgegeben habe. Wie so enttäuscht war. Aber jetzt bin ich wieder positiv gestimmt. Ich darf es nur nicht wieder kaufen. Das ist dann immer das Problem. Oh, Set-Teil. Natürlich haben wir da ein Embellishment. Hm. Ja, dann nehmen wir doch Kopf oder was. Haste Verse ist sowieso big. Oder spekulieren wir drauf. Das Ding ist ja, ich habe mir auf dem Priester diese Schulter mit dem Embellishment geholt. Die gibt es nur auf Schultern. Und wenn man sich so mein Damage anguckt, das macht gut Schaden auf Diszi, ne? Ich sag mal, 13% von meinem Overall Damage ist schon, das ist schon sexy. Ich kann mir aber halt auch gut vorstellen, dass die Schultern nerven. Und dass es nicht mehr worth it ist, sie zu usen. Und dann hätte ich schon mal ein Ersatzset-Teil, ne? Andererseits ist das, was wir gecraftet haben, natürlich schon 489. Und wir hätten kein Upgrade. Ich nehme den Kopf, komm. Kopf, ich nehme den Kopf. So. Koppo. Sieht auch cool aus eigentlich, ne? Der sieht schon strong aus eigentlich. Das ist ein cooler Kopf. Gut, VZ brauchen wir nicht. So. Und ich glaube, wir haben auf Lock haben wir auch noch ein paar Sachen. Aber... wie schon gesagt, ich bin nicht mehr so hinter Lock. Also Demo-Lock, stärkster Lock momentan, gefühlt. Und ich mag nur Affliction spielen. Deswegen, I don't know. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch, glaube ich, die eine oder andere Kiste gefarmt. Ich glaube, nur zwei oder eine. Ich glaube, drei habe ich nicht geschafft.
Oh, doch drei Kisten. Ich bin überrascht. Taille. Das sind 700er Piece. Ja, was Besseres haben wir nicht, ne? Da habe ich schon Embellishment gecraftet. Jo, nehmen wir Haste Verse. Gürtel ist nicht schlecht. Dann können wir auch gleich Ausdauer mit draufsockeln. Das ist auch gut. Also rauf verzaubern. Das spielt dem Lock ja auch ganz gut in die Karten. Was ist das eigentlich für Musik hier? Ich habe irgendein Linkin Park Album angemacht. Habe ich überhaupt noch genug Gold? 9000 könnte knapp werden, ne? Eieiei. Gegenstandsverbesserung. Hände, Taille, da. Gut. <lacht> 14.000 Gold. Ich warte, bevor ich mir das kaufe. Ich warte, das wird... Spätestens zum Wochenende ist das unter 10.000 wieder. 14.000 Gold. So. Gut, dann haben wir jetzt alles geöffnet. Nächster Char, den ich mache, ist Rogue. Das heißt, das war das Weekly Vault Opening. Und ihr Menschen auf YouTube, wir sehen uns wieder nächste Woche. Peace. So, und hier für uns auf Twitch mal jetzt Gruppe auf für Bloody Token Farm und Spark Farm. Also wer Bock hat und dabei sein will, dann einfach reintun. Ich mach...